Hallo, ich bin die amtierende Quellenkönigin von Bad Vilbel 2012-2013, Sabrina die Zweite. Ich zeige euch mal meine tolle Stadt, dass man in der auch ganz toll bummeln gehen kann. Viel Spaß! Hi! Hi! Bitte! Sieht ja wieder bei euch alles sehr lecker aus. Was kannst du mir empfehlen heute an Salat? Alles. Ja, Vilbel finde ich so schon ganz schön durchzulaufen. Ich meine, man sieht tolle Geschäfte. Und ich finde den Trubel auch sehr schlimm schon. Also im Hessen Center und in Frankfurt. Und es ist doch dann hier schon viel angenehmer, ruhiger. Man trifft Leute, die man kennt. Man fängt ein bisschen an zu schwatzen. Trinkt sogar vielleicht noch einen Kaffee mit einem Bekannten. Also es ist doch viel schöner, wie so in fremde Hessen-Center quasi zu gehen, wo man, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden trifft, nicht so groß ist wie hier. Tschüss. So, und jetzt geht's nochmal ins Benetton. Hier kaufe ich meine Kostüme für besondere Anlässe. Also wenn ich dann was brauche, dann setze ich mich dann doch lieber rechtzeitig ins Auto. Klar, mal kommt man nicht dazu, dann mache ich es dann auch mal online, wenn es sein muss. Oder wenn es irgendwas ist, was ich im Laden nicht mehr bekomme und ich es unbedingt haben möchte. Aber ansonsten bin ich eigentlich kein Freund von der Online-Bestellung. Sabrinas Frisur ist es ganz wichtig, dass wir Flechtelemente drin haben, weil das immer sehr lange halten muss, weil sie sehr aktiv ist in ihren ganzen Unternehmungen, die sie hat. Sie nimmt ja auch an ganz vielen Veranstaltungen teil und meistens 2 oder 3 an einem Tag. Und wenn die Frisur da nicht hält, dann haben wir ein Problem, gell? Also ich persönlich finde es halt ganz toll. Ich meine, ich bin Quellenkönigin, mich erkennt man. Und wenn ich unterwegs bin als Quellenkönigin, um irgendwelche Veranstaltungen zu eröffnen, ist es recht schwierig, mit den Leuten mal ein längeres Gespräch aufzubauen. Und da finde ich das dann doch schon ganz toll, wenn man mal samstags die Zeit hat, um durch Vilbel zu bummeln, dass einen die Leute ansprechen, dass man mal mit ihnen dann wirklich ein paar Minuten reden kann. Es war ein sehr schöner Tag heute, durch Bad Vilbel zu bummeln. Das Wetter hat mitgespielt. Ich habe viele Leute getroffen, die ich kenne. Auch viele Kinder, die zu mir gekommen sind, die Unterschriften haben wollten, was ich ganz toll finde. Und ja, es war ein gelungener Tag. Es war ein echt schöner Samstag.